Herzlich willkommen, meine lieben Freunde. Da sind wir wieder bei einer weiteren Folge Banished. Das hat mich ja jetzt doch ein bisschen gewurmt. Inwiefern wir hier noch einen Fuß in die Tür kriegen. Also Brennholz haben wir ein bisschen. Nahrung haben wir auch. Wir haben drei Laborer, drei Bilderer. Hier wird fleißig Bilder. Bilder. So langsam könnte... Was haben wir hier für ein Problem? Reserve of Food is low, sagt er. Warum arbeitet hier keiner? Der Blacksmith? Wir haben noch Eisen. Die Leute sind nicht besonders glücklich. Ach so, wegen der Gesundheit. Hatten wir denn jetzt eigentlich schon den Gators hat diesen anderen Herbalist? Was ist los hier mit dem Herbalist? Der hat noch keinen. Okay. Ein Herbalist, bitteschön. So, hier können wir noch runtergehen wieder. Bilderer. Und wir gehen mal wieder ein bisschen höher. Gucken mal, was hier weiter so passiert. So, Holz ist schon wieder knapp. Ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Es gab ja eigentlich auch noch so einen Typen. Mal hier alles abfüllen. Es gab ja eigentlich noch diesen Förster oder was das war, der gleichzeitig Holz abbaut und Holz auch wieder pflanzt. Wäre vielleicht das Richtige, denn wenn wir den Typen hier hinsetzen, wa? Aber bei diesen... Oh, jetzt haben wir Winter, okay. Ach, hier ist wahrscheinlich das Limit erreicht, oder was? Ach so, okay, da ist das Limit erreicht. Na gut, damit können wir leben. Rein theoretisch würde ich jetzt mal sagen, wir warten den Winter ab, aber die Gebäude sind ja alle gebaut. Da wird doch überall gearbeitet. Wäre das jetzt Zeit, ein neues Gebäude zu bauen? Wollen wir nicht einfach... Was ist, wenn wir noch eine Fischerhütte bauen? Das wäre doch mal eine Variante, oder? Braucht 30 Holz. Wir haben natürlich im Ansatz kein Holz. Da müssen wir jetzt noch ein bisschen Holz ernten. Lass uns doch mal hier das ganze Zeug hier. Hier. Abernten. Eigentlich theoretisch bräuchte man hier auch noch eine Brücke, dass sie nicht so weit laufen müssen. So mit der Kohle, das läuft ganz gut. Achso, da hatte ich doch einen Tipp bekommen noch. Achso, wegen den Klamotten. Genau, die brauchen Klamotten. Deshalb war es jetzt auch ganz clever, nicht noch ein Gebäude zu bauen, weil hier wird ja der Schneider gebaut. Ja, lassen wir mal. Nahrung sieht ja auch eigentlich ganz gut aus. Wir müssen jetzt irgendwie noch... Ach, hier ist das Glück. Hier ist die Gesundheit und hier das Glück. Das kriege ich jetzt erst mit nach 27 Folgen, okay. So... Dann baut mir mal hier den Schneider fertig. Brauchen wir noch ein bisschen Holz. Ein bisschen Stein. Na, du machst schon, Leute. Müssen wir ein bisschen geduldig sein hier. Ein Friedhof war auch immer ganz gut für das Glück.
Den können wir, glaube ich, so nebenbei bauen. Der kostet ja nun auch nicht so viel. Friedhof, der kann ruhig ein bisschen weiter ab vom Schuss sein. Und zwar hier. Wobei das natürlich jetzt im Moment ist es weit ab vom Schuss, aber falls wir wirklich noch expandieren und die ganze Sache hier überleben. Ich meine, solange wir keine weiteren Häuser bauen und hier irgendwie diesen Kreislauf so ein bisschen beibehalten. Wir haben späten Winter, das ist schon mal sehr gut. Bis jetzt hatten wir auch noch keinen Brand. Problematisch ist natürlich, wenn es jetzt hier brennt, okay, aber wenn es weiter weg brennt bei den anderen Häusern. Die Versorgungshäuser, die hier außerhalb von unserem Dorf sind, dann sieht es schlecht aus. Wie sieht es aus mit dem Schneider? 40%, der braucht mehr Stein. Was natürlich auch dafür spricht, was wird denn hier noch gebaut? Ach, hier ist der Fri Ach, hier ist noch ein Friedhof? Oh Gott. Ich trottel. Ich natürlich vergessen. So, jetzt haben wir erstmal wieder weggemacht. Oh, wir haben frühen Frühling. Frühfrühling sozusagen. So, wir könnten natürlich jetzt auch so ein Obdachlosenhaus bauen. Damit würden wir jetzt künstlich unsere Bevölkerungszahl auch hoch pushen. Aber dann brauchen wir auch wieder mehr Nahrung. Deshalb würde ich nach wie vor jetzt versuchen, mit der Bevölkerung, die wir hier haben, auszukommen. Und vielleicht eher noch mal gucken, ob wir irgendwo noch ein Steinvorkommen finden. Hier hinten sind noch Steine. Dass wir die noch mitnehmen. Hier oben sind noch Steine. So. Holz ist nach wie vor null. Hier wollte ich auch nicht so viel wegholzen. Hier ist schon wieder ein Baum gewachsen. Haha, guck mal hier. Hier können wir eigentlich noch ein bisschen was wegnehmen. Und dann sollten wir vielleicht mal tatsächlich so ein Forsthaus bauen, was auch Holz wieder anpflanzen tut, sozusagen. Wie sieht's? Ach, guck mal, was ist denn das hier? Ist das alles? Ach so, weil wir noch kein Stockpile haben. Ein Stockpile brauche ich ja auch noch. Market. Storage Barn hieß das Ding, nicht Stockpile. Kommt er durcheinander mit den ganzen. Oh, 48 Holz braucht er. Warten wir mal noch kurz. Dass wir erst der Schneider aufgebaut wird hier. Bisschen Stein braucht er noch. Und der Friedhof, der braucht auch 36 Stein, braucht er, mein lieber. Mein lieber Herr Gesangsverein. Na, ein bisschen schneller stellen. Und mal ein bisschen warten. Das ist, glaube ich, so ziemlich das erste Let's Play, wo jemand versucht, ohne Felder hier zu arbeiten. Okay. Gesundheit ist noch nicht gestiegen, obwohl wir schon ein Medizin jetzt hatten. Vielleicht sollten wir dem Herbalist 2 zuordnen. Das war ein bisschen schneller da. Ach, jetzt haben wir ein halbes Herz gewonnen. Okay, jetzt geht es den langsam besser. Sieht's hier aus? 4 Holz fehlen uns noch. Ein Holz noch und dann kann er hier losbauen, den Tyler. Dann haben die Klamotten und frieren noch nicht mehr so im Winter. Bis jetzt sind sie ja noch ganz zufrieden, noch keiner gestorben. Bestens. Bestens kann ich dazu nur sagen. So, weiter geht's. Los kommt, Leute. Ein Stein noch, ein Stein noch. Ein Stein noch. So, ihr holt jetzt da Steine von da hinten oder wie? Guck mal, hier sind doch auch noch Steine. Habe ich gar nicht gesehen. Gar nicht gesehen. Müssen wir die auch noch. Ich
Oder waren hier eigentlich noch? Nee, das ist eigentlich hier freigegeben zum Abschuss, das ganze Gebiet. Nee, warte. Warum sammelt er die Steine da? Die will ich ja auch haben. Oder sind das keine? Doch, guck. Das war scheinbar auch teilweise Eisen. So, Kohle geht los hier. Ach ja, stimmt. Gut, jetzt wird hier gebaut. Das ist sehr schön. Haben wir da genug zusammen? Jetzt könnten wir uns mal an den Storage-Bahn machen, der natürlich nicht billig ist, aber im Endeffekt doch auch ein paar Vorteile vielleicht bietet. Wenn ich da den ganzen Fisch rumstehen sehe, ist das nicht so schick. Holz ist schon wieder low. Da werden gerade unsere Brennholzvorräte aufgefüllt. Mit der Nahrung haut jetzt einigermaßen hin. Solange wir nicht einen Einwohner mehr haben, geht es. 3 Steine, 8 Holz, ja, okay. Brückenmäßig hätte man natürlich auch hier noch eine Brücke bauen können. Oh. Oh, was haben wir hier? Spätherbst, da geht's schon los hier. 0 Grad. Sehr ungünstig. Hier passiert jetzt gar nichts beim Storage-Sparen. Kleidung hoffe ich mal. Ach nein, kann ja gar nicht gemacht werden, weil da braucht er natürlich noch einen Arbeiter. Der Taylor. Wir werden jetzt mal ein Bild runterschrauben. 2 Labor, okay. Kann natürlich alles seine Zeit dauern. So, jetzt werden schon mal wieder Klamotten hergestellt. Ich würde mal denken, dass hier noch nicht so. Was fehlt jetzt? Loks haben wir doch. Verstehe nicht, warum diese Meldung kommt. Haben wir doch. Wir haben sowohl Brennholz als auch Loks. Das ganze Zeug hier, das müsst ihr auch einsammeln. Könnt ihr noch nicht stehen lassen. Die Pilze, das kann man alles gut gebrauchen. So. Alles mitnehmen. So, der Taylor arbeitet. Sehr schön. Hier ist schon ein bisschen was passiert. Als nächstes werden wir dann, glaube ich, mal. Oder können wir jetzt auch schon parallel machen, eigentlich? Wobei es natürlich dann so langsam mit den Arbeitskräften ein bisschen problematisch wird. Da wäre ich vielleicht jetzt mal ganz mutig und baue jetzt tatsächlich noch ein Haus. Steinhaus wäre mir echt zu teuer, haben wir nicht. Sollen wir noch hier ein Haus bauen? Noch Mühe mehr Arbeitskräfte dann haben. Und als nächstes einen Förster bauen, den haben wir ja noch nicht. Aber da müssen wir jetzt erstmal wieder warten, bis wir da fertig sind mit unserem Bau. Aber ganz langsam geht es hier voran. Stein ist low nach wie vor. Wir hatten aber hier hinten doch schon. Oder ist das in Vergessenheit geraten? Dass wir hier gesagt hatten, ihr sollt die Steine hier holen. Mal an, was hier für Unmengen an Steine sind, ey. Und hier das ganze Holz, ja, okay. Gut, ich gebe zu, wir haben natürlich viel zu wenig Leute, um das hier alles zu schaffen. Viel zu wenig Leute. Kohle haben wir ganz gut hier schon. 20 Kohle, die liegen da auf dem Haufen. Keiner weiß wohin damit. Eisen ist weniger geworden. Was beklagt ihr euch denn hier die ganze Zeit? Storage for Project Goods ist hier. Ah ja, okay, ja klar. Wir wollen ja auch hier bauen.
Gut, dann werden wir mal für den Storage sparen, die Priorität hochsetzen. Hier. Na. So, für dich. Sehr schön. Gut, dann für dich auch, oder was? Das ist egal. Was ist das hier nochmal? Ach so. Gut. So, Sommer, okay. Brennholz, er macht uns das ganze Holz zu Brennholz. Das kommen wir natürlich auch nicht vorwärts, aber wir brauchen auch das Brennholz, oder? Wollen wir den mal kurz stoppen? Na, lieber nicht. Lieber nicht, bevor wir nachher noch Leute verlieren. Ah, Klamotten, sehr schön, 26. So, jetzt haben wir Klamotten, das und das und das. Die Gesundheit wird besser, okay. Glücklich sind sie noch nicht. Glücklich sind sie noch nicht, meine lieben Freunde. Hier wird auch mehr zöglich gebaut. Jetzt bauen sie beide. Haben beide jetzt eine höhere Priorität scheinbar. Hier wird fleißig Stein geholt, nehme ich mal an. Die sind noch markiert hier. Dann werden wir mal hier noch den Bereich hier markieren, dass wir hier die Bäume auch noch holen. So. Okay. Macht mir nur den Storage hier. Wird hier schon wieder rumgeheult. Meine Einwohner sind extrem ungeduldig. Greg, sehr, sehr schleppend. Sehr, sehr schleppend. Ja, weil der hier auch das ganze Feuerholz immer kommt, wir stoppen den jetzt mal. So, jetzt haben wir den mal gestoppt, damit der nicht unser ganzes Holz hier verbrät als Brennholz. Ich hoffe mal, dann läuft es ein bisschen besser. Jetzt ist er arbeitslos und weiß nicht, was er machen soll. Dann helfen wir als Laborer mit. Oh, jetzt haben wir Winter. Ach, guck mal, mit der Nahrung, das sieht ja extrem gut aus. Wir sind da scheinbar im Plusbereich, dass sich die Nahrung eher vermehrt als abnimmt. Das ist schon mal sehr gut. Oh, jetzt kann es an die Substanz gehen. Minus 3 Grad, früher Winter. Mal gucken, ob wir hinkommen oder ob die auch mit Kohle heizen. Gut, Holz wird jetzt nicht mehr so sinnlos versägt. Da passiert jetzt auch ein bisschen was. Das Haus wird jetzt fertiggestellt. Dann brauchen wir nur noch den Storage-Bahn. Vorausgesetzt, die Leute sind auch hier anständig und holen hier hinten langsam mal die Steine. Wie oft soll ich die noch markieren? So, ganz entspannt hier das Dorfleben. Gesundheit, okay, hat sich verbessert. Lebensmittel, die reichen, denke ich mal, locker über den Winter. Gleich ist unser Wohnhaus fertig, dann kriegen wir ein paar neue Arbeiter. Fertig, zack. Denke mal, so lange wie hier, da werden ziemlich schnell neue Leute einziehen, würde ich mal vermuten. So, und jetzt hoffe ich mal jetzt hier den Schwerpunkt ein bisschen auf den Storage-Bahn legen. Ja, da müsste es gleich losgehen. Und als nächstes, wenn der fertig ist, würde ich mal sagen, geben wir dann auch den Auftrag für einen Steinbruch. Und na? Für einen Steinbruch und für einen Förster. Können wir gleich mal gucken hier. Ach, Obstgarten. Weiß ich gar nicht, konnten wir den Obstgarten machen? Haben wir da Samen für? Und wir noch mal gucken, ob wir da in der Lage sind, hier sowas zu machen. Ist zu schmal. Nee, nee, ich will ja hier gucken, ob wir irgendwas machen können. Nee, können wir gar nicht. Dann können wir ihn auch wieder abreißen.
Warte mal, wo war denn das jetzt hier? Gate, was hat. Okay. Hier. Forester Lodge. Der fällt Bäume und pflanzt neue Bäume. Genau den wollen wir. Genau den will ich haben. Und zwar werden wir den jetzt tatsächlich mal hier in diesem Bereich aufstellen, oder? Oder stellen wir den hier näher ran? Friedhof wird gebaut. Nochmal gucken. Hier haben wir schon. Ne, wir werden ihn tatsächlich hier hinstellen. Wir das mal ordentlich auslasten, so würde ich sagen, wa? Oder? So. So. Sehr schön. Die Wege machen wir später. Da werden wir jetzt mal noch warten. Das kostet immer so viel Zeit. So, okay, hier geht's langsam voran. Gut, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und bis jetzt sieht es ja noch ganz gut aus, ohne Felderwirtschaft hier zu überleben. Ist auch möglich, scheinbar. Ich hoffe mal, dass da bei Zeiten dann unser Storage-Barn fertiggestellt wird. Und verabschiede mich an der Stelle erstmal. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.